bastards. Erster Kern erledigt. Schlag ein, Blitz! Öffnet die Tore! Huh.
war der zweite. Noch einer, Leute. Jetzt bei der Macht des Alters. Der nächste. Das lief besser als erwartet. Der letzte. Und jetzt geht's zu der AIM-Anlage. Merkwürdig. AIM's Security ist bereits in Alarmbereitschaft. Was? Ich dachte, wir überraschen Sie. Tun wir auch. Sie wissen nicht, dass ihr hier seid. Etwas anderes muss Ihre Sensoren aktiviert haben. Ich sehe mehrere AIM-Patrouillen voraus. Sie blockieren euren Weg zur Anlage. Nicht mehr lang. Aktivposten gesichert. Keine Spur von den anderen, Doktor. Anscheinend hat Monika heute Abend andere Probleme. Ja, jemand hat das Ding erledigt. Und ich bin sicher, es waren nicht diese Typen. Wenn ihr sie ausschaltet, kann ich die Überreste analysieren. Ach, überredet. Ja, Dr. Pym. Okay. Ja. Der große Kerl wurde vor kurzem ausgeschaltet. Anscheinend sollte er entflohene Gefangene abfangen. Ach, das erklärt den Alarmzustand. Die Anlage ist hinter der Anhöhe da. Alle Tachyon-Werte stammen von dieser Position. Wegen dem Alarm gibt es sicher nicht weniger Security. Noch eine Schockwelle. Daran ist definitiv dieser Bunker schuld. Ja, die Security ist ordentlich. Wird nicht leicht werden, da reinzukommen. Jarvis und ich öffnen von hier aus die Tür, aber ihr müsst den Bereich sichern.
Coole Moves von mir. Zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid, Avengers! Der Sohn Odins lacht der Niederlage ins Gesicht! Fast für mich gewesen. Komm schon, Sie dürfen nicht gewinnen. Das hat bestimmt wehgetan. Die Anlage ist hinter der Anhöhe da. Alle Tachyon-Werte stammen von dieser Position. Wegen dem Alarm gibt es sicher nicht weniger Security. Vielleicht können wir uns reinschleichen, aufs Dach klettern und an einem Seil runterhangeln oder so. Du siehst so viele Filme. Aber es gefällt mir, wie du denkst. Yep, die Security ist ordentlich. Wird nicht leicht werden, da reinzukommen. Jarvis und ich öffnen von hier aus die Tür, aber ihr müsst den Bereich sichern. So wenige. Das wird ein Spaziergang.
nicht deine Stärke. Ja! Kommt schon, Leute, wir können das schaffen. Du siehst Gespenster! Das war's. Achtung! Okay, alles klar. Ich bin im System. Überbrücke jetzt die Türen. Danke. Hast du was Ungewöhnliches in Ihrem System gefunden, Jarvis? Ich registriere hochkonzentrierte Energiesignaturen ganz unten in der Anlage. Klingt nach unserem Tachyon-Ziel. Das muss ganz unten sein. Los geht's! Wow, es sieht nicht gut aus hier drin. Jarvis, womit haben wir es zu tun? Taschen mit abnormer Gravitation. Diese Schlitze sind mit einem Raum im unteren Stockwerk verbunden. Ich werde die Verschlüsselung nicht überwinden können. Sie benutzen echte Schlüssel. Es geht eben nichts über die Klassiker. Besorgt mir ein Ziel, das Zugang hat. Wir kümmern uns um den Rest. Wie gefällt dir diese Ablenkung? Stärkste Tachyonwelle. Ganz klar. Hier.
Okay, da ist ein Mitarbeiter mit den benötigten Schlüsseln. Ah, du bist dran, Kate. Der Exo-Anzug wird dich nicht retten, Kumpel. Zieh gesichtet! Gemacht, aber ich muss gehen. Hey, Jarvis, ich hab die Schlüssel. Ausgezeichnet. Nehmen Sie den Aufzug ins unterste Stockwerk. Die Werte steigen. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Okay, wir sind da. Bereit? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Überhaupt keine. Los geht's!
die kaputten Roboter? Schnell! Sobald wir durch sind, mir nach. Wir wissen nicht, was wir da drin finden. Pim, wie ist unser Signal? Hervorragend. Audio- und Videoverbindung erstklassig. Daumen drücken, dass es so bleibt. Ich empfange schwere Energiefluktuationen in dem Raum vor Ihnen. Gehen wir. Was zur Hölle ist das? Schnell, begrenzen wir die möglichen Paradoxe auf ein Minimum. Wie läuft es mit der Waffe? Wir stehen vor einem Durchbruch. Bei der nächsten Verbindung könnten wir einen funktionierenden Prototypen zurückschicken. Ausgezeichnet. Jahre des wissenschaftlichen Fortschritts in weniger als 30 Tagen. Ach, nicht für mich. Geduld. Es wird sich lohnen. Dazu habe ich gute Neuigkeiten. Unser Gast hat endlich Hilfe zugesagt. Denken Sie daran, was davon abhängt. Ganz ruhig, Doc. Geschäft ist Geschäft. Ich erfülle meinen Teil. Clint? Kate, du musst diesen Ort zerstören. Sofort! Nein. Zurück. Warum haben wir das Ding nicht zerstört, als wir die Chance dazu hatten? Ich weiß nicht, warum zur Hölle er mit Monika zusammenarbeiten sollte, aber ich kenne Clint, okay? Er hat einen Grund und den müssen wir rausfinden, bevor wir irgendwas kaputt machen. Gehen wir zum Ameisenhügel. Das ist schlecht. Bitte informieren? Weißt du, was das Ding war? Es ist... Nun, im Grunde ist es eine Brücke durch die Zeit. Ich habe dazu Konzeptforschung betrieben, aber bis jetzt war niemand so dumm, es tatsächlich zu versuchen. Okay, und das ist die Quelle dieser Tachyonstörung? Was immer sie durch die Zeit schickt, ja. Und wenn wir das nicht beenden, werden die Stürme die Realität irgendwann zerreißen. Wir reden davon, dass die Zeit in sich selbst kollabiert. Sie werden nach unserem Einbruch alles abriegeln. Aber ich habe eine Idee. Wir bauen eine zweite Zeitbrücke. Hast du nicht gehört, dass sie die Realität zerreißt? Zeitmanipulation ist keine gute Idee. Genau. Also werden wir es hinbiegen. Wir holen Clint aus der falschen Zeitlinie und schneiden Monika von ihrem Zukunfts-Ich ab. Das stoppt die Stürme, oder? Dann manipulieren wir immer noch die Zeit. Das könnte klappen. Ich brauche ein paar Sachen. Aber weißt du was? Vielleicht. Okay, zunächst einmal brauchen wir alles, was ihr über Monikas Zeitbrückenpläne finden könnt. Risszeichnungen, Unterlagen, alles.
Shields Infos weisen auf ein AIM-Datenzentrum in Sibirien hin. Es ist unsere beste Chance. Ich bin hier drüben, wenn du quatschen willst. Cool? Zieh dich ruhig um. Oh, das ist sinnvoller als meine Vermutung. Hast du gehört, dass die Ameisen zu Waffen werden sollen? Warum? Glaubst du, das führt zu Problemen? Ich denke, Ameisen kommen in der Genfer Konvention nicht vor. Das ist korrekt. Danke, Roy. Das ist alles nutzlos, wenn ich es nicht aus der Distanz kann. Alles schön der Reihe nach, Grashüpfer. Ich kriege natürlich den Mörder. Hallo, willkommen im Ameisenhügel. Ich bin Cerise, Theos Zwillingsschwester. Ich habe dieselben Kräfte wie mein Bruder. Portalzwillinge zu Diensten. Wie geht's meiner Lieblingspatientin heute? Vielleicht kann die... Komm nächstes Mal im Tech-Zentrum vorbei, okay? Ich war schon an heißeren und unbequemeren Orten stationiert. Hey, Avenger! Glaubst du, das ist machbar? Du ahnst nicht, wie sehr das der Resistance helfen wird.